Hallo, hier ist Karl von der Wiener Fotoschule. Ich möchte euch ganz herzlich begrüßen. Gemeinsam mit der Canon Academy werden wir in den nächsten Tagen einige Videos erstellen. Und das erste Video habe ich gerade über das HD-Fotobuch von Canon gemacht und soll euch einen kleinen Überblick geben, wie man ein Fotobuch erstellt. Ich bin auf der Webseite fotobook.at und hier hast du einen Überblick über die Produkte. Es gibt eben das Canon HD Book mit Bindung Hardcover und dann gibt es noch das Canon HD Buch mit der sogenannten Layflat Bindung. Du siehst hier bei der HD Book Bindung ein Spezialverfahren. Das Papier wird beidseitig bedruckt und die Seiten liegen sehr flach nebeneinander, ideal zum Beispiel für Panoramafotos. In der Layflat-Bindung siehst du deine Fotos in voller Pracht, es gibt keine Nähte und du kannst auch ungehindert über zwei Seiten präsentieren. Es stehen zwei Fotopapiere zur Auswahl, einmal das Canon HD Fotopapier Matt und auf der anderen Seite das glänzende. Beide Papiere sind 250 Gramm stark, das matte Papier besticht durch seine ultrascharfen, intensiven Farben und die Belichtung erfolgt mit 200-1400 dpi. Das matte Papier eignet sich besonders gut zum Beispiel für Porträtaufnahmen. Das glänzende Fotopapier besticht durch seine intensiven Farben und deine Fotos erstrahlen hier in größter Brillanz und du kannst diese Bücher in einer unerreichten Qualität ausbelichten lassen. Bei den Formaten hast du die Möglichkeit zwischen Hoch-, Querformat und quadratisch zu wählen und es gibt verschiedene Größen im quadratischen Format, zum Beispiel bis 30x30 und im Querformat ist die größte Größe DIN A3. Also hier kannst du ein Panoramabuch erstellen, das ein richtiger Hingucker wird. Ich wechsle jetzt in die Software und werde das Buch für euch einmal in der Fotobook-Software anlegen. Ich wähle hier Fotobuch quadratisch und möchte ein Fotobuch im Format 20x20 anlegen. Das heißt, ich gehe hier auf das Canon HD Book Flat Spread und mal mit weiter bestätigen. Den Smart Designer werde ich jetzt mal außen vor lassen und ich gebe hier einen Namen ein, Fotobuch Madeira 2020 und gehe dann hier auf Erstellen. Sobald ihr diesen Schritt abgeschlossen habt, habt ihr dann das Buch angelegt und ihr kommt in die Oberfläche der Software. Ihr seht hier den Windows Explorer. Die Fotos habe ich bereits vorbereitet. Ich bearbeite die Fotos auch immer vollständig, bevor ich das Fotobuch erstelle. Und ich exportiere die Fotos aus dem Adobe Lightroom in voller Größe. Wenn ihr JPEG-Bilder macht, könnt ihr die auch sofort verwenden. Das heißt, ihr müsst die Auflösung nicht reduzieren. Das ist nicht notwendig, denn so kommen die Bilder auch immer in der besten Qualität zur Geltung. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie ihr die Bilder ins Fotobuch bekommt. Das einfachste wäre einfach hier bei Drag and Drop in die Software hineinziehen und das Bild wird sofort angeordnet. Die zweite Möglichkeit wäre über das Plus hier und hier könnt ihr entweder einen ganzen Ordner hinzufügen oder einzelne Bilder. Ich gehe hier mal auf den gesamten Ordner und habe meine Fotos hier schon vorbereitet. So, das mal auswählen und jetzt seht ihr dann hier links in der Auswahl schon die Bilder. Diese rote 1 markiert, dass dieses Foto schon verwendet wurde. Ihr habt jetzt hier schon verschiedene Layouts vordefiniert. Ihr braucht die Bilder dann nur mehr auf die entsprechende Seite ziehen. Ich werde hier einmal mit einem Hochformatbild beginnen. Einfach per Drag and Drop reinziehen und so funktioniert das Ganze. Wenn ihr jetzt ein Panoramafoto machen möchtet, ihr seht hier, das Layout geht über beide Seiten. Ich werde hier ein passendes Bild aussuchen und ich ziehe es mal einfach hier herüber
und habe dann das Foto sozusagen in der ganzen Größe. Mit Doppelklick kann ich hier dann den Beschnitt noch ändern, das heißt, ich kann das Foto zuschneiden, ich kann es noch horizontal kippen. Diese Möglichkeiten sind im Nachhinein alle noch möglich. Mit Abbrechen komme ich hier wieder heraus. So könnt ihr dann euer Fotobuch gestalten. Ich werde hier noch einmal ein paar Bilder reinziehen. Fischmarkt in Funchal für die, die es nicht kennen. Hier machen wir mal ein schönes quadratisches Bild. Das Ganze anpassen. Mal schauen, ob wir hier noch ein paar Hochformatfotos finden. Können wir hier so eine kleine Madeira-Collage machen. Diese Felder füllt ihr dann auf. Wenn ihr das Format ändern möchtet, könnt ihr hier einfach in das Layout hineingehen. Ihr zieht das sozusagen über das Bild und habt dann das neue Layout. Das ist sehr, sehr leicht. Und so wird das Fotobuch dann Bild für Bild durchgestaltet. Es besteht selbstverständlich die Möglichkeit, diese Bildboxen auch per Hand hinzuzufügen. Ich wähle hier das Bildbox-Symbol an und kann dann ein Foto per Drag and Drop einfügen. Ich passe mir es hier auf die Größe an. Und es gibt einige interessante Features. Ich kann hier zum Beispiel die Bildform auswählen. Ich habe hier verschiedene Möglichkeiten. Ich könnte hier einen Rand einfügen und auch das Ganze noch mit Schatten versehen. Hier habe ich die Möglichkeit, vertikal und horizontal zu spiegeln. Bei der Bildoptimierung, die automatische Bildoptimierung, wird in einigen Fällen eine Verbesserung bringen. Ich bearbeite meine Bilder immer vorab und nehme hier das Häkchen weg. Ich kann hier natürlich auch einen Text einfügen. Madeira 2020. Und den Text normal bearbeiten, hier die Schriftgröße auswählen. Aber das kennen wir ja von vielen anderen Programmen. Und das Ganze hier entsprechend positionieren. Ich werde hier mal 200 mal 50 eingeben. Mit Enter bestätigen. Und eine sehr praktische Variante ist, ich gehe hier über die rechte Maustaste vertikal auf Seitenmitte und horizontal auf Seitenmitte ausrichten, dann kann ich das Foto hier auch ganz genau positionieren. Ich möchte das Foto vom Cap San Lorenzo hier als Panoramabild einfügen. Das könnte ich einmal machen, indem ich es hier über die gesamte Breite aufziehe. Aber es gibt noch eine einfachere Möglichkeit. Ich könnte mir aus den Layouts die Panoramavorlage auf meine Doppelseite ziehen und hätte das Foto schon richtig angepasst. Noch einmal mit Doppelklick kann ich hier den endgültigen Ausschnitt festlegen. Möchte ich jetzt noch ein zweites Foto hinzu haben, dann würde ich mir hier noch eine Bildbox erstellen. Ziehe mal, wie gesagt, wieder mein Foto hinein. Mache hier vielleicht noch einen kleinen Text. Werde hier vielleicht die Schrift noch ein bisschen größer machen. Eine andere Farbe wählen. Und ich kann das Ganze entsprechend anpassen. Wichtig ist immer, dass ich auf der richtigen Ebene bin. Damit mir so etwas nicht passiert, könnte ich das Hintergrundbild hier auch sperren. Das heißt, ich hätte es gegen versehentliche Bearbeitung gesichert. Möchte ich so eine Komposition als Vorlage speichern, kann ich das hier rechts machen. Ich gehe mal auf Doppelseite als Seitenlayout speichern. Kategorie mache ich einmal Wiener Fotoschule, eine neue Kategorie. Und gebe hier dann ein Panorama. Dann steht mir diese Vorlage auch für mein weiteres Fotobuch zur Verfügung. Weiters habe ich natürlich auch Masken zur Verfügung, die ich einfach auf das Bild ziehe. Es gibt Hintergrundbilder, Rahmen und Cliparts, die ich natürlich auch verwenden kann. Um mein Fotobuch kontrollieren zu können, klicke ich hier auf das Augensymbol. Ich kann dann über die Pfeiltaste
die einzelnen Seiten anschauen und übergebe es dann an den Warenkorb. Bei mir kommen natürlich jetzt ein paar Fehlermeldungen, die werde ich mal wegklicken und muss das Ganze noch speichern. Dann bekomme ich den Preis und in wenigen Tagen könnt ihr das Fotobuch dann schon in Händen halten.